Sind so richtige Butterkeksis. Wir sind noch die einzigen, zwei, da liegt eine Zange, wir graben wieder mit den Händen rein. Du hast mit den Händen reingegriffen. Thanks for the hotel. Thank you, Mund. Rein spaziert. Bruh. Die Betten sind aber nicht wirklich getrennt, oder? Wir sind nach Essen einfach, gell? It's beautiful city. Ich weiß ich noch nicht. Beautiful. Warst du hier schon mal? Nee, aber ich sehe es nur so schön, die Lichter leuchten. Ja, okay. Einfach wieder so dieser edle Osten, diesen Touch hat auch Wien. Für mich ist es gerade die Mitte zwischen Bukarest und Wien. So, vom Gefühl her. Ich vergleiche immer alles mit Bukarest. Bukarest oder Budapest? Bukarest. Die Frage ist jetzt, ob wir einen Strafzettel haben oder nicht. Wir haben da jetzt eine Karte bekommen. Wir müssen genau dahin. Ja, aber wir sind aktuell hier. Und die Karte ist so. So ist sie richtig. Du musst jetzt hier, dann so und dann da rein. Ah, nee, kannst du nicht. Du musst hier hoch, dann einmal rum. What the fuck? Wir sind sogar an dem Parkplatz vorbeigefahren, weil ich mich verfahren habe. Du musst hier links. Da. Nee, da darfst du nicht. Da ist auch zu. Da darfst du auch nicht. Wie, da darf ich auch nicht? Wieso darf ich denn nicht? Du kannst, aber du darfst nicht. Echt jetzt? Ja. Ein paar Sekunden. Ist schon vier Kurven zu viel gefahren, einfach da und rechts. Sorry. 6,5 Stunden. Der Mann hat zu uns gesagt, 4 Minuten Walking. Wir fahren schon mehr als 5 Minuten Auto. Das hier. Ja. Aber pass auf die. Ja, okay, die kommt nicht. Hier musst du jetzt rein. Nein. 100%. Ja. 100%. Jetzt sind wir genau in der Gasse. Junge, ich f*** in seiner Karte. Da steht, dass die beim Hotel Parking haben. Ja. Das ist deren... Ah, stimmt, da waren wir vorne. Ja. Sag ich doch! Temperatur, ladies and gentlemen, es ist warm. Es ist wirklich warm. Die kiffen alle, ist mir aufgefallen, gell? Miese. Auch die vorm Hotel haben miese Session gehabt mit so einem fetten Dübel, Alter. Ist mir gar nicht aufgefallen. Jedes Mal, wenn wir irgendwo sind, vor allem länger, habe ich einen Market, in den ich immer dann gehe nach so einer Foodtour. Was brauchst du jetzt in diesem Market? Weiß ich noch nicht, das werden wir rausfinden. Für Prag wird es auf jeden Fall Fibuse Market. So, jetzt ein Heber, gell? Aber ein bisschen eben. Ich finde Markets auch interessant. Wodka. Boah, diese Cheeseballs finde ich so ekelhaft. Ja, gell? Vietnamesen-Namen sieht man direkt. Ist es? Ja, stimmt, das hat mir Lukas eh auch gerade erzählt, dass hier so eine übelst große vietnamesische, Wie ist es? Große vietnamesische was? Community? Ja, es glaube ich schon. Also es gibt, glaube ich, ich habe gelesen, 40.000 Vietnamesen leben in Tschechien. Offiziell und inoffiziell wird es auf 180.000 geschätzt oder so. Oha. Diese ganzen Märkte und so, wo man Schlagringe früher gekauft hat, die sind ja auch meistens Vietnamesen gewesen oder ausschließlich. Ich weiß, ich war da voll oft. Ich habe mir Böller gekauft. War nur einmal, aber habe alles mitgenommen, was ich gefunden habe. Vietnamese Noodles. I knew it. I noodle it. Allah. Ey, alle haben sich beschwert, dass wir nicht die Schärfsten gegessen haben. Wir haben die in Schwarz gegessen, das sind die Schärfsten. Gibt's in Wien? Hat mir jemand geschickt, wir sollen die in Wien kaufen. Aber wir könnten mal zum scharfen René gehen. Ey, das ist dieser Currywurst-Ding. Lass machen, ja. Also, Ladies and Gentlemen, ich habe gerade auf Instagram eine Benachrichtigung bekommen. Und Lukas kennt den Spot auch. Sadman's Tank. Ah, ja. 6.500 Bewertungen und 4,7 Sterne. Und da werden wir jetzt uns reinbegeben. Die Planung für morgen erledigen. Oder nicht erledigen. Vielleicht danach. Oder uns erledigen. Cash only? Aber das ist ein ATM. Ja, der wahrscheinlich eine Fee von 10% hat oder so. Oder vielleicht gehen wir einfach um zu fahren. Zahl deinen Hotdog. Das ist übel geil. Ja. Thank you. Ach, dieses Blue Moon ist auch aus Belgien, oder? Ich habe das bisher nur in den USA gesehen. Das sehe ich immer bei Rolfs und so gibt es das immer. Yes, we try to be professional sometimes. After three beers, it's not anymore professional. You know, after one shot of tequila, I'm also stop working normally, so I pretty understand. So three shots of tequila, please. Now I'm drunk. Why are you making me so excited and taking your words back? 12 Sekunden. Look at this dude. Wait till you see them. The lime is much harder than the tequila itself. Daria, nice to meet you. Hey! We twins. I love that so much. Oh, you look very similar. Yeah. If you will speak. 3 minutes older, 3 minutes older. My favorite is this one. Empfehlung vom Barchef hier, Jimi Hendrix. Patty stopped off 2 slices of bacon, a homemade and house black Betty chili sauce, 3 down burger. Man, fuck that bacon. Oh, ich würde aber sagen, dieses Bier schmeckt den Leuten, die Bier mögen. Das ist kein Bier für jemanden, der jetzt sagt, ja, ich mag kein Einsteigerbier. Tschechisches Lager ist einer der geilsten Biere, die es gibt. Aber es gibt easier Stuff zu trinken so. Also Ladies and Gentlemen, hier ist auf jeden Fall die Warte-Area. Hier sitzt ihr dann und wartet. Good evening, guys. Ich feiere den Laden, ich feiere den Vibe hier. Dann sitzt man hier am Eingang, so ganz entspannt. Und dann ist hier noch, bam, hier können die Leute essen. 6.500 Bewertungen auf Instagram. Every day? Every day.
Jeden Tag Party bis 5 Uhr morgens hier. Oh my god. So also tomorrow? Look up Matt Prague on Instagram. Matt Prague. And they post all the parties location. And they post... And you can get like pre-sale tickets for like 2 euros. For 2 euros? Yeah, entrance fee. Das hier ist ein Hot Sauce Schrank. Das so denen ihre eigene Kollektion an scharfen Soßen. Ganz geil, glaube ich. Er war in Kairo und der Uber-Driver wollte von ihm 100 US-Dollar. Und er konnte es nicht zahlen. Er so, nein, bist du verrückt. Und dann wurde er mit dem Messer vom Uber-Driver bedroht und hat gesagt, er ist beim fahrenden Auto bei 20 Kilometer pro Stunde rausgesprungen. Nicaragua. Sprich das auf. Nicaragua. Kennst du? Alter, Nigeria. Bro, I don't know the German name. It's almost the same. Ich sag euch auch so, wie es ist. Alle Leute, die diese Burger servieren und so. Das mit dem Messer fühle ich gar nicht. Mein Burger ist angebissen. Okay, wir haben den Cheeseburger, der sieht gut aus. Dadurch, dass wir die ganze Zeit nur überall nur noch Smashburger essen, Smashburger, 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 freue ich mich mittlerweile manchmal über so einen Meat-Eating. Oder ganz kurz, jetzt reicht's mir komplett. Der Typ wird die Ketchup auf meine Hose geben. Einfach ruthless. Aber es ist wirklich süßer Senf. Das ist nicht so geil. Ich finde das Fleisch geil. Das ist richtig lecker. Ich habe mir nur ein bisschen Sorgen gemacht, weil das Brot ist so crunchy. Das Brot ist auch voll dry und so. Okay. Aber ich freue mich gerade trotzdem über das. Ja. Die trauen sich auch noch, das richtig rosa zu lassen. Ich bin sehr, sehr happy über die Fries. Die Fries sehen aus, als wären das keine echten Kartoffeln, aber die schmecken geil. Richtig, so sieht voll aus wie echte Kartoffeln. Ich habe einfach das ganze Fleisch rausgezogen, ich schwör. Aber der Burger ist lecker. Ja, langsam back to basics. Mir reicht's mit diesen Smashburgern. Vladislav, mir reicht. Ey, darf ich dir kurz sagen, wo ich das erste Mal gecheckt habe, dass Ranch Sauce mit Buffalo Sauce krank Sinn macht? Es ist immer das Gleiche, gell? Ich will für immer hier bleiben. Ey, diese Tender schmecken so geil, Alter. Was geht das denn sein? Dafür, dass das so ein berühmter Spot ist, bin ich aber super happy. Ich schwitze leicht, mir ist auch warm, hier drin ist es warm. Ranchos, die Pommes sind lecker, das ist einfach ein solides Ding. Wäre wieder gefährlich in Deutschland. Ich bin aber trotzdem dem Messer. Ja? Wow. Mm-mm. Ich finde den geil. Aber man merkt ein bisschen, dass das Fleisch nicht so heavy taste hat. Wenn wir so 12 Euro kosten, wären voll viele Menschen zufrieden, die für 7 Euro Smashburger zahlen wollen. Kennst du, die wollen nicht satt werden. Lukas und Randy sind Weirdos. Pass auf. Weißt du, was ich sagen will? Ja, weil ich das auch angegessen habe, von dir gegessen. Ja, genau, Bro. Lass doch. Sieht schöner aus an dem Teller. Ich will nicht, dass es so ein angebissenes Ding ist. Okay, du hast recht. Ja, du hast recht. Was sagen wir zu den Tenders? Ja, ich bin halt kein Tender-Fan, weil es halt einfach ein bisschen trockenes Fleisch Rest ist, aber diese Kombination aus Buffalo Sauce und Ranch ist einfach geisteskrank. Jetzt habe ich das genommen, dass du essen wolltest. Eigentlich wolltest du gerade essen. Also einfach überall BHs. Diese ganze Bar ist voll mit BHs. Ich glaube, die Bar ist gut. Hallo, good evening. Just take a seat. Bargeld, ladies and gentlemen, jetzt wird's spannend. Wie viel steht in Kronen da nochmal drauf? 1070. 70 Kronen als Gebühr. Die nehmen wir jetzt mal an. Ich glaube, es ist nicht viel. So, ladies and gentlemen, erster Abend ist hiermit beendet. Es war ein erfolgreiches Burgeressen. War lecker, kann man machen. Ich glaube, dass der Vibe hier ist. Wir dürfen nicht vergessen, es ist heute Montag. Man merkt, in Prag ist eine Power. Diese zwei Bier, die ich getrunken habe, ich schwör's, Mann. Die sitzen auf jeden sitzen, Fall. Ich würde so sagen, das war jetzt kein 10 von 10 Essen. Ja, das hat dich nicht komplett vom Sitz gehauen. Ja. Aber es war auf jeden Fall lecker genug, um nochmal zu kommen. Ja. Und ich glaube, diesen Platz kann man sich auf jeden Fall... Du warst einfach ein ATM. Diesen Platz kann man sich auf jeden Fall merken für alle, die nach Prag kommen und kurz mal so ein bisschen Anschluss brauchen. Ja, Party-Empfehlung, ein paar Leute. Geht da rein, setzt euch dort an die Bar und ihr seid connected in 5 Minuten. Ich weiß gar nicht, ob wir diese Shots bezahlt haben oder ob die aufs Haus gingen. Die gingen safe aufs Haus. Gute Nacht, ladies and gentlemen. Too late,
Ist aber mit der Style nichts zu tun, wenn du mich fragst. Das ist einfach eine typische Randy-Idee. Aber das Fleisch, ich hab das Gefühl, ich brauche keine Zähne. Ich weiß immer nicht, was ich in so einer Situation machen soll. Ich hab direkt einen Mushroom erwischt und das ist Glas. Junge, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll.